Beim Titel des heutigen Anlasses ist leider ein Fehler aufgetreten, denn der Nutzen pro Kopf der Bilateralen basiert nicht auf Schätzungen und kann daher auch nicht überschätzt werden. Der Nutzen ist eine Tatsache und ist mit Daten belegbar. Als Elektroingenieur mache ich noch gerne den Vergleich. Es ist wie Strom. Man sieht ihn zwar nicht in dem Augenblick, wo er fehlt, merkt es aber jeden. Wir müssen nicht um Franken und Rappen streiten. Es liegen zahlreiche Studien vor, die hohe und sehr hohen Werte bilateralen belegen. Alle namhaften Ökonomen der Schweiz sind dieser Ansicht. Und ich würde sehr gerne, Herr Professor Eichenberger, mit Ihnen über Ihre Thesen diskutieren, wenn Sie mal einen wissenschaftlichen Beitrag vorlegen, der das alles belegt. Die grosse Mehrheit der Unternehmer hält die bilateralen Verträge im Bereich des Alltags für unverzichtbar und verschiedene Befragungen zeigen das. Knapp 90% aller Unternehmen, und ich kann das nicht beeinflussen, Herr Blocher, sind überzeugt davon, dass sie es brauchen und sind überzeugt davon, dass, wenn sie wegfallen, die Beschäftigung zurückgeht. Das kann der SVP als Wirtschaftspartei nicht egal sein. Auch in England, wo jetzt aktuell das Referendum ist, sagen die Gegner klar und deutlich, dass der Wohlstand zurückgehen wird, wenn ausgetreten wird. Das ist die klare Message. Können Sie bei Nigel Fergal nachfragen. Ein EU-Beitritt würde heute kaum unterstützt. Das wäre eine Alternative. Den EU-Beitritt sehe ich überhaupt nicht. Das ist chancenlos im Volk und ist auch chancenlos für eine direkte Demokratie, wie ich als Glarner hochhalten möchte. Aber ein vertragsloser Zustand funktioniert auch nicht. Anstatt dem Stimmbürger Sand in die Augen zu streuen und zu behaupten, die Bilateralen würden durch die Masseneinwanderung nicht gefährdet, hätte die SVP ehrlicherweise zugeben sollen, dass sie die Kündigung der Personenfreizügigkeit bezweckt, die Kündigung der bilateralen Verträge und der Alleingang der Schweiz ohne EU geht. Und das hat sie die Abstimmung führen wollen. Es macht mich traurig, sehr traurig, dass die Ersten, die diese Konsequenzen spüren müssen, die Forschung ist und die Universitäten. Sie sind das Fundament unseres Wohlstandes. Sie stehen für unsere Zukunft und für unsere Jugend. Und die Jugend und die Zukunft sollten nicht das erste Opfer sein dieser SVP-Politik. Wir kennen heute keine gleichwertigen Alternativen zu bilateralen Verträgen. Selbst ein umfassendes Freihandelsabkommen wäre keine gleichwertige Alternative. Und zumal, liebe SVP, da müssten Sie sich, glaube ich, gewaltig täuschen, wenn Sie meinen, nachdem dann alles gekündigt ist, bekommen wir großzügig neue Angebote, die alle besser sind als das, was wir heute haben. Wer behauptet, die Schweiz wäre ohne bilateralen Verträge besser da, macht einen konstruktiven Fehler. Die SVP spielt mit dem Feuer. Die möchte gern Wirtschaftspartei, würde nämlich die Verantwortung dieses Entscheides nicht übernehmen. Übernehmen Sie die Verantwortung für die Alternativen, die Sie überhaupt nicht kennen. Übernehmen Sie das Risiko, wenn es schief geht. Wohl kaum, denn Sie leisten ja nicht einmal einen konstruktiven Beitrag im Moment, dass wir die Masseneinwanderungsinitiative vernünftig umsetzen können. Die Schweiz ist keine Insel. Wir sind mit Europa und mit der Wirtschaft erfolgreich integriert. Und die EU ist kein Feind, sondern sie ist unser Nachbar, sie ist unser Kunde, sie sind unsere Gäste, es ist unser Konkurrent, es ist unser Lieferant, es ist unser Sportpartner, es sind unsere Freunde. Also behandeln wir Gäste wie Gäste, Kunden wie Kunden und Nachbarn wie Nachbarn. Wir brauchen eine konstruktive europäische Politik und wir brauchen geregelte Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten. Mit den bilateralen Verträgen haben wir beides. Punkt. Über 80% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger halten die bilateralen Verträge für die beste Art und Weise, unsere Beziehung mit Europa zu regeln. Die Schweiz ist eine Exportnation. Zum Erfolg unserer Kleinstadt gehört seit der Gründung die Internationalität, den konstruktiven Umgang mit den Nachbarstaaten. Wir wollen eine globalisierte Wirtschaft. Wir wollen einen Spitzenplatz in dieser globalisierten Wirtschaft. Dazu brauchen wir politische Weitsicht, Weltoffenheit und eine gehörige Portion Pragmatismus. Abschotten, rückziehen hingegen, ängstliches Kleinrederei, das ist ja nicht unser Wesen, das hat uns nicht gross gemacht. Unsere wirtschaftliche Zukunft steht nicht auf dem Balenberg. Die Länder der EU sind unsere wichtigste Handelspartner. Allein unser Export ins Bundesland Baden-Württemberg ist etwa vergleichbar wie der nach Amerika.
Und ganz zu schweigen von China. Und zum Beispiel, die Firma Nestle exportiert aus der Schweiz und ist ein wichtiges Flaggschiff für uns. 50% in die EU. Viele Start-ups, die in der Schweiz gegründet werden, werden von Leuten aus der EU gegründet. Glauben Sie, die würden beim Wegfall der Bilateralen weiterhin bei uns sein? Glauben Sie mir, dass Google den Europasitz weiterhin in der Schweiz haben würde? Ohne den Zugang zu Fachkräften. Ich wünsche mir, dass Facebook, dass Apple in die Schweiz kommt. Und ich wünsche mir, dass die Schweiz in der Digitalisierung in Europa die erste Geige spielt. Mit Stacheldraht an der Grenze funktioniert das in Gottes Namen nicht. Wir haben im heutigen wirtschaftlichen und politischen Umfeld schon genügend Herausforderungen für unsere Wirtschaft. Da braucht es in der Europapolitik stabile Rahmenbedingungen und keine hausgemachten Zusatzrisiken. Danke.